Erzähl mal, was letztens nachts hier los war. Oh. Das war doch mein. Ist im Bett? Bei uns gibt's auch nichts. Wir haben mehr Ebbe als Flut. Herzlich willkommen zurück bei den Cruises. In letzter Zeit ist bei uns wieder einiges passiert und deswegen stellen wir uns heute wieder euren Fragen. Was ist denn so Großes in letzter Zeit alles passiert? Beruflich hat, glaube ich, bei mir schon jeder mitbekommen. Privat. Das Auto wurde geklaut. Welches? Lambo. Urus. Wem gehört der? Dem netten Herrn hier. Wie war Max seine Reaktion, als du sie mitgeteilt hast? Der hat gesagt, ich leg mich jetzt eine Stunde schlafen. Ja, dabei muss man aber auch wissen, dass du öfter denkst, das Auto ist weg. Nein. Doch, du hast schon mal einfach zwei Stunden Auto gesucht, weil du einfach eine Straße weitergeparkt hast. Ja, aber da war es noch da. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, das wird schon in einer Stunde, ich war sehr müde, in einer Stunde ist es schon wieder da. Seit wann darf die Lara deine Autos fahren? Das ist eine gute Frage. Ab und zu lasse ich sie mal ins Steuer, wenn sie wichtige Termine hat oder so, aber... Hä? Ich darf immer schon seine Autos fahren. Du durftest schon immer meine Autos fahren. Damit ist jetzt Schluss. Ich war beim Anwalt und war einkaufen. Und beim Anwalt, ich war erst einkaufen und dann beim Anwalt und dann war das Auto weg. Also ich habe geparkt und das ist so, wenn wie ich hast jetzt... Wie hast du geparkt? Quer, rückwärts, wie war die Parklücke? Ja, Straßenrand, aber es war schon so, dass da jetzt nicht... Du denkst, dass dein Auto wegkommt. Wenn ich jetzt zum Autohändler gehe, ich habe ja keine Ahnung, und sage, besorgt immer einen Lamborghini Urus. Wie lange dauert es, bis er mir einen besorgt? Das kommt drauf an. Also wenn du einen neuen bestellst, dauert es auf jeden Fall ein Jahr. Aber es gibt ja so Vorführwagen. Also ich habe damals einen Vorführwagen gekauft, da hatte ich schon 5000 Kilometer drauf. Den habe ich relativ schnell bekommen. Ja, was hast du ihm gegeben? Zwei Ziegen und eine Kuh? Oder? Drei Kamele. Nee, was? Also 300.000 Kamele. Wenn ein Kamel 1 Euro kostet, dann würde ich ihm 300.000 Kamele gegeben haben. Dann hat sie mich angerufen, das Auto ist weg. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt dahin, bin ich mit meinem Roller dahin gedüdelt. Dann war das Auto tatsächlich nicht mehr da. Dann hat sie gesagt, komm, fahr nochmal die Straße auf und ab. Ich sage, ja klar, wir gehen zu Fuß das Auto suchen. Sollen wir jetzt durch ganz Berlin latschen oder was? Dann habe ich mir noch eingeredet, okay, vielleicht abgeschleppt. Rufst du bei der Polizei an. Rufst bei der Polizei an, gib das Kennzeichen durch und dann sagen, nö. Hier wurde nichts abgeschleppt. Dann habe ich erstmal komplett durchgeredet. Dann habe ich meinen Cousin angerufen, habe ich einen Freund von mir bei der Polizei angerufen. Ich habe seinen Vater noch angerufen, oh mein Gott. Hin und her und ich wusste echt nicht, was ich mache. Du hast Freunde bei der Polizei? Ja, klar. Warum sagst du mir das nicht gleich? Na, warum rufst du so viele Leute an, wenn das Auto weg ist, die nicht aus Berlin kommen? Die kommen doch aus Berlin. Also Papa ist so, Max' Vater ist sowieso. Wenn irgendwas ist, ich rufe nicht Max an, ich rufe seinen Vater an. Der beruhigt mich, der gibt mir immer Ratschläge. Der gibt das Gefühl von Sicherheit. Genau, und das ist sehr wichtig. Das, was ich in dem Moment vermitteln kann, weil ich bin dann einfach nur genervt, weil ich mir denke, so, was für Auto suchen, Alter, lass doch jetzt einfach nach Hause gehen. Das Auto kommt schon wieder, wenn es wieder kommt. Wenn nicht, dann können wir es auch nicht ändern. Vor ein paar Wochen habe ich mal Max gefragt, Schatz, stell dir mal vor, was liebst du, dein Lambo, dein Urus oder deine Frau mehr? Nee, auf was könntest du verzichten, auf deine Frau oder auf dein Auto? Und was hast du geantwortet? Das kommt doch an, wie lange. Und dann war das Auto weg. Weißt du, wie er danach reagiert hat, weil er gesehen hat, ich war fertig mit den Nerven, ich habe geheult. Ich war am Ende, ja, Schatz, ist doch nicht schlimm, passiert, ist doch versichert. Aber ich glaube, ihr wisst, Hauptsache, uns geht's gut. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, oder? Also, ganz ehrlich, am liebsten, buff. Uppercut. Was stimmt denn? Aber Schatz, wichtig ist, dass du gesund bist. Die Frage ist, ist es wieder gekommen? Ja. Am nächsten Tag. Einfach so, disappeared. Und dann wieder aufgetaucht. Wo ist es denn aufgetaucht? Zwei Straßen weiter. Also ich denke, die Schlüssel wurden einfach, heutzutage kann man die ja leider schon kopieren. Ja, haben sie mir auch gesagt. Deswegen denke ich einfach, dass der Schlüssel kopiert wurde, als irgendeiner vorbeigegangen ist und das dann. Die kopieren das einfach, dann haben die automatischen Zugang und wenn sie dann weg ist, dann gehen die einfach rein. Dann denkt das Auto ja, der Schlüssel ist ja da, dann kannst du also ja fahren. Ich muss mir jetzt so ein Teil kaufen, wo man eine Schlüssel reinpasst. Machen wir für alle, ja. So entweder Alufolie oder irgendwas, was das Signal stört. Und der Schaden war sehr hoch. Also war eigentlich schon. War nicht hoch, weil eigentlich hat er nur von innen die Scheibe eingeschlagen, warum auch immer von innen. Man muss trotzdem die Sitze austauschen. Ja, das Fenster. Ja. Unten haben sie. Das aber eigentlich haben sie nur das Fenster kaputt gemacht. Rechts, nein, rechts haben sie auch da versucht ein Dings. Da war so ein Beule. Das Auto steht noch. Das steht ist wieder da und das ist reparabel. Wo ist das Auto gerade? Bei Lambo. Wie viel ist denn der Schaden jetzt beim Auto? Was haben sie gesagt? Um die 40? Nein, das ist nur noch die Schätzungsfrage. Ja, da muss ungefähr noch 40. Wie viele Autos hast du? Boah, genau diese Frage habe ich mir auch vor zwei, drei Tagen schon mal gestellt, wenn ich jetzt alles zusammenrechne. Eins, zwei, ich sage jetzt einfach nur die Zahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, mehr? Ich will jetzt nicht sagen. Eins, zwei, drei, eine, vier habe ich. Nee. Vier. Nee. Ist auch nicht meins. Ist deins. Nein. Doch. Wer den Fahrzeugbrief hat, hat das Auto, bekanntlich. Ja.
Wie viele Fahrzeugbriefe hast du? Oh, ja, dann siehst du? Situation anders aus. Dann würde ich sagen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn noch so passiert? Fußballerisch haben wir abgehabt, Auto, sonst irgendein Feedback zum YouTube-Kanal? Also ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ich verstehe, die Followerzahlen hier nicht hoch, aber die Views sind eigentlich ganz gut. Ja. Also aufs Erste haben wir jetzt 143.000 oder so, ne? Leute, abonniert doch einfach mal, dann kommen wir auch auf mehr als 143.000 und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann kommen auch wieder sehr viele lustige Videos. Also einfach abonnieren, subscriben, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch noch so interessiert. Erzähl mal, was letztens nachts hier los war. Oh. Das war doch mein. Bei uns im Bett? Bei uns gibt's auch nichts. Wir haben mehr Ebbe als Flut. Wir hatten letztens einen riesen Auflauf. Also ich nicht, ich war leider nicht zu Hause, aber Lara war zu Hause. Ich war unterwegs in Wolfsburg, ja. Da lag ich hier auf dem Sofa und ich höre irgendwann so, Max Kruse. Und ich denke mir so, ich bild mir das gerade ein, so dieses Ding. Dann gucke ich so runter, dann sehe ich da so rotes Feuer. Und Bengalos nennt man die auch? Ich weiß nicht, wie das heißt. Bengalos. Ja, Bengalos. Und dann habe ich das so hochgemacht, dann habe ich mir das angeschaut. Bist auch im Balkon, hast dich feiern lassen, ne? Nee, Kruse ist auch hier. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte, wenn ich da jetzt so oder irgendwas, super, geht jetzt nach Hause, weil der Nachbar oben hat schon geschrien, ihr Spasten, hier wohnen Kinder. Piep, 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 piep. Und dann kam die Polizei schon. Was passiert bei dir im Herz, wenn du das hörst, dass da Fans unten stehen, die dich zurückhaben wollen? Also ich habe das ja schon bei Instagram letztes Mal irgendwann gesagt. Es ist natürlich kein schlechtes Gefühl, wenn Fans vor einer Tür stehen und irgendwie das honorieren, was man geleistet hat und sagen, die wollen einen gern zurückhaben. Und ich sag nochmal ganz kurz, ich finde das ja super schön, dass ihr Max da unterstützt. Schreibt ihnen das privat. Genau. Aber zu Hause, wir haben Leute, du weißt, sie wohnen Kinder. Wir haben Nachbarn, meinst du? Ja, aber wir haben auch Leute hier, die sind nicht so nett. Wir haben nette Nachbarn, wir haben spießige Nachbarn, wir haben alles. Das ist auch passiert bei uns. Wir waren beim Basketballspiel im Viertelfinale und da haben wir, ich glaube, der war in seinem Haus, da ist André Mangold. Kennst du den? Den haben wir da auch getroffen. Der war auch da. Weil der André saß ja mit, die waren auch eingeladen von Kellogg's. Wir waren auch von Kellogg's eingeladen. Oh, die waren super. Du warst von Kellogg's den Tiger eingeladen. Ja, genau. Wir haben noch Dings hier. Und soll ich euch mal zeigen? Das ist für dich, das magst du. Nee. Und das ist für mich. Aber gern wir darüber reden, wie nett sie sind und uns was mitgegeben haben. Oh, das ist für mich. Ja, okay, dann ich kann beides essen. Hat Spaß gemacht. Wir haben André Mangold von Sommerhaus des Stars getroffen. Also Basketball, Auto weg. Mangold. Würdet ihr euch freuen, wenn die Zuschauer euch Pakete schicken und ihr die dann auspackt vor der Kamera, ohne zu wissen, was drin ist? Ja, aber nicht zu Hause, dann, ne? Bei euch im Studio. Stefan, da ist Kacke oder so drin. Ja, und? Wir haben hier gerade so schöne Sachen von Kellogg's aus gepackt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Sachen schickt und mit Überraschungen drin und wir die dann vor der Kamera auspacken können. Schick mir am besten tolle Sachen und Max nicht so tolle Sachen. Ihr wisst, was das heißt, genau andersrum. Nein. In dem Sinne, wir wünschen euch noch ein... Tschüss, tschüss. Tschüss. Der linke Bär oder was? Ja. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und abonniert den Kanal.